Hallo Berlin! Endlich kann es losgehen! Hey, in diesem Moment schauen auf euch und uns 140 Länder dieser Erde. Say hello to the world! In der das Wünschen wieder hebt. Es kommt die Zeit. In der das Wünschen wieder hebt. In der das Wünschen wieder hebt. Ich glaube, dass die Welt sich nochmal ändern wird und dann gut über Böse singt. Dass irgendjemand uns auf unseren Wegen lenkt und das Schicksal in die Hände nimmt. Ja, ich glaube an die Ewigkeit und dass jeder jedem Mal vergeht. Alle werden wieder voreinander gleich, jeder kriegt das Erbe. Die Menschheit mal wieder lebt und es war eine Freundschaft. Und der Planet, der Liebe wird die Erde sein. Und die Sonne wird sich um uns drehen. Das wird die Zeit, oh, in der das Wünschen wieder hebt. Das wird die Zeit, oh, in der das Wünschen wieder hebt. Das hier und heute ist längst vorbei, wie ein böser alter Traum. Es wird ein großer Brief in die Gerechtigkeit für Anstand und Moral. Es wird die Wiederauferstehung vom Heiligen Geist und die vom Weihnachtswahn. Es kommt die Zeit, oh, in der das Menschen wieder hebt. Es kommt die Zeit, whoa, in der das Menschen wieder hilft. In der das Menschen wieder hilft. In der das Wünschen wieder hilft. Es kommt die Zeit, oh, in der das Wünschen wieder hilft. Oh, in der das Wünschen wieder hilft. Oh, in der das Wünschen wieder hilft. Wünsch dir was. Voices in my head, sounds like they're calling my name. Heavy hands shaking my bed, waking up and I feel the strain. I'm feeling pushed again. I'm feeling pushed again. Why should I go where everyone goes? Why should
to what everyone does. I don't like it when you get too close. Don't wanna be a main thorn. Feeling pushed again. I'm feeling pushed again. I'm feeling pushed again. Pushed again. Why can't you just leave me alone? Sorry to lose a faithful friend. Turn the lights off and not home. Can you see? I don't need your help. When I wanna walk, you're sending me down a rocky road. Get confused when you start to talk. Feeling pushed again, I'm feeling pushed again. I'm feeling pushed again, pushed again. Why can't you just leave me alone? You're dragging me right to the end. I've gotta go, let you cut my rope. I don't know. More than I can say. It's like a bat tightening around my head. If you keep pushing, something's gonna break. Making me think I'd be better off dead. Why can't you just leave me alone? Sorry to lose a faithful friend. I saw my life out on my own. I just want this pressure to end. Cause I said, at this day, in my head, I'm scared. I'm being pulled back in. Yes, I'm scared. I'm scared. I'm scared. In my head, in my head, in my head, in my head. I'm scared. I'm scared. I'm being pulled back in. Wir wollen bei aller Freude nicht vergessen, dieses hier ist kein Rockkonzert, es ist eine Demonstration und es ist alles ein Hinweis auf nächsten Mittwoch. Wer die Zeit hat, wer es sich leisten kann, fährt nach Edinburgh und wer es nicht tun kann, sollte wenigstens morgen früh um 10 hier zur Siegessäule kommen, um die Leute zu verabschieden, die sich diesen Weg reinziehen und sich aufmachen für uns alle. Okay. Mit dir am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du dich nur noch fragst, warum und wozu und was dein Leben noch bringen soll. Ich schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch, auch wenn du allein bist, halt durch. Irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Egal wie dunkel die Wolken über dir sind, sie werden irgendwann vorüberziehen. Steh auf, wenn du am Boden bist, steh. Wenn du unten liegst, steh auf. Es wird schon irgendwie weitergehen. Es ist schwer, seinen Weg nicht zu verlieren, bei all den Regeln und Gesetzen her. Ohne Verrat sein Leben zu führen, dass man selber noch respektiert. Auch wenn die Zeichen gerade alle gegen mich stehen und niemand
niemand auf dich retten will. Du brauchst hier keine Bürgen, deinen Beweis zu bringen. Es sei denn, es ist für dich selbst. Steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf, auch wenn du unten liegst. Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehen. Panik, so schlimm wird es nicht. Er hat seinen Kopf, ein Spaghetti-Schlecht. Komm und seh auf uns. Steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf, auch wenn du unten liegst. Steh auf, es wird weitergehen. Steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf, auch wenn du unten liegst. Berlin! Zeigt den lieben Onkels vom Fernsehen, dass ihr da seid! Zeigt der Welt, dass ihr da seid! Hebt diesen Arm hoch! Versucht ihn langsam von links nach rechts und wieder zurück zu bewegen. Und wir wollen das Ganze bis da hinten zum Brandenburger Tor sehen. Und ihr wisst, dieses ist Deutschland. Und da kommt ein Arm immer ganz scheiße. Also bitte beide Hände in die Höhe. Versucht zu springen. Und die Harten von euch drehen sich dabei im Kreis. Yeah.
Live Aid in Berlin. Die Konzerte haben begonnen und Berlin hat den Anfang gemacht. Und auch wenn Campino gesagt hat, das ist eine Demonstration und kein Rock'n'Roll-Konzert, rock'n'rolliger und furioser hätte der Auftakt nicht sein können mit Wünsch dir was, Push Again. Steh auf, wenn du am Boden bist und Hang on, Sloopy. Hang on, Sloopy, der alte McCoys Klassiker, einer der Rock-Klassiker überhaupt. Übrigens müssen die Toten Hosen jetzt auch gleich weg, denn sie fliegen nach Köln, spielen heute Abend in der Köln Arena, sind also heute sehr, sehr beschäftigt. Beschäftigt sind auch wir hier in Berlin. Was erwartet uns noch? Welche Bands werden hier am 17. Juni auf der Bühne stehen? Wir sind Helden, die Söhne Mannheims, Bab, Audioslave, Green Day, um nur einige zu nennen. Und weiter geht's noch mit Brian Wilson, Sascha, mit Aha, mit Raymond und Roxy Music. Und jetzt wieder zu Anne Will. Aber Anne wartet auf ein Interview mit Campino, der von der Bühne hetzt. Ja. Da ist sie. Campino ist gleich von der Bühne noch schwitzend zu uns runtergelaufen. Campino, Bob Geldof hat gesagt, auf eurer gemeinsamen Pressekonferenz hier in Berlin, die Toten Hosen waren eine der ersten Bands, die ohne Wenn und Aber sofort gesagt haben, wir sind dabei. Warum? Weil jeder, der Bob Geldof irgendwann mal hat reden hören, jeder, der ihm begegnet ist, der weiß, wie sehr Bob Geldof für Afrika brennt. Und der weiß, dass er eine hohe Glaubwürdigkeit hat und dass seine Veranstaltungen nicht mit Missbrauch betrieben werden. Und deshalb brauchen wir nicht nachdenken, wer sonst noch mitmacht oder so. Wir haben blind vertraut und sind mit Haut und Haaren dabei. Aber dir war wichtig zu sagen, dass es nicht eine Wiederholung von Live Aid 85 werden sollte. Warum denn? Das ist es absolut nicht. Hier geht es nicht um ein paar Weiße, die ihr Spendensäckel rausholen, sondern für mich ist diese Veranstaltung eine wesentlich kämpferischere. Und es geht um einen ganzen Forderungskatalog. Man sieht, dass die Mächtigen dieser Welt dabei sind, leicht einzuknicken, aber man muss sie weiter schubsen und schubsen und schubsen, bis der Abbau der Handelsbeschränkungen eingeführt ist, bis wir eine wesentliche Etatsteigerung für Entwicklungshilfe haben, damit Afrika endlich auf eigenen Füßen stehen kann und nicht länger im Schwitzkasten der Industrienationen Europas und Amerikas ist. Nun stellen wir uns vor, Tony Blair und George W. Bush sitzen jetzt auch vorm Fernseher, wippen mit den Füßen und sagen, nachher war eine große Sache, aber mache ich nichts draus. Ich brauche ja zum Glück nicht mit denen reden, das muss Bob Geldof tun. Der ist diplomatischer. Muss man diplomatischer sein? Ich glaube, wer das große Ziel im Auge hat, der muss diplomatisch sein. Und er hat recht, dass man da keine Grabenkriege anfangen darf jetzt, weil ein George Bush in so einer Frage wahrscheinlich mit der wichtigste Faktor ist überhaupt. Und deshalb sollte man ihn nicht von vornherein ausgrenzen. Kann denn Musik politischen Druck machen? Es ist, wenn wir das Ziel erreichen sollten, dann ist es völlig wurscht, wie viel Prozent jetzt diese Veranstaltung damit zu tun haben. Hauptsache, es passiert was. Und wenn wir alle gescheitert sind mit diesem Forderungskatalog, dann waren wir wenigstens auf der Seite, die was gemacht haben und nicht die, die zu Hause auf dem Sofa mit einer Kartoffelchips-Tüte sitzen und sagen, es bringt alles nichts und es ist scheiße. Aber die, die zu Hause sind, können auch Petitionen schicken. Über liveaidlive.com können sie Petitionen schicken, können sagen, wir sind auch dafür. Und wir haben diese Idee von Make Poverty History. Das ist ja alles erst heute hier der Anfang. Es soll auch einen großen Marsch geben. Es ist eben eine riesige Demonstration. Das ist richtig so. Dieses hier ist nur der Anfang. Am Mittwoch in Edinburgh zählt jeder Einzelne, der da ist. Ich gehe dahin als einer von vielen, als eine Nummer, um bei der Zählung diese eine Nummer mehr zu sein. Aber alle diejenigen, die sich das zeitlich oder finanziell oder aus sonst irgendwelchen Gründen nicht leisten können, sie sind deshalb kein bisschen schlechterer Anwalt für diese Sache. Es geht um ein Bewusstsein und wir alle sollten in diesen Tagen einfach daran denken und uns stark machen, wenn die Diskussion im Raum ist. Bob Geldof hat gesagt, er will 1 Million Menschen sehen. Klappt das? Ich auch. Ich weiß es nicht, aber das ist ja gerade das Abenteuer, dass in Zeiten, wo Europa solche Risse zeigt, wo alle davon reden, dass das auseinanderkippt, dass hier für eine Idee Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern sich stark machen und gemeinsam diesen Abenteuer in Edinburgh entgegenschauen, das ist für mich bereits jetzt schon der totale Erfolg. 10 Uhr morgen hier in der Siegessäule fährt ein Bus los, den Fanta 4 gesponsert hat. Was macht ihr? Fahrt ihr alle? Wir spielen am Abend vorher in Prag. Wir wissen, wir werden irgendwie in Edinburgh ankommen, das schwöre ich. Aber wie es genau läuft, wissen wir selber noch nicht. Küstenwache in Großbritannien, Frankreich ist schon kolossal nervös, sagen krass, ey, 10.000 Schiffe sollen da rumfahren. Wie wollen wir das hinkriegen? Polizei in Edinburgh total entsetzt und haben Angst, dass sie es nicht hinkriegen. Aber es wird klappen. Dieses ist keine Naturkatastrophe, was passieren wird und deshalb brauchen sich die Leute da nicht solche Sorgen machen. Ich glaube, dass der friedliche Spirit allen Leuten bewusst ist, die da hinfahren und die, die solche Verantwortung zeigen, nach Edinburgh den Weg zu machen, die werden auch damit umgehen können, wie sie sich zu verhalten haben. Okay, Campino ist dabei.
Wie viel sollen dabei sein? 1 Million Menschen mindestens sollen nach Edinburgh ziehen. Sollen Petitionen schreiben, die man runterladen kann bei liveaidlive.com und kann hinschreiben, ich bin auch dafür und ich habe diese Idee. Was glaubst du, wird dieses Konzert über Jahrzehnte bewegen können? Ich weiß es nicht. Ich mag da auch nicht vorher eine Bilanz ziehen. Das ist albern. Ich bin einfach froh, im Hier und Jetzt unseren kleinen Teil als Rad von einer Riesenbewegung mit beigetragen zu haben. Und es ist letztendlich scheißegal, welcher Künstler hier mitmacht oder nicht. Die Idee steht über allem und insofern sollten sich alle zusammenreißen, die hier mitmachen. Hast du schon mal vor so vielen Menschen gespielt? Um ehrlich zu sein, ja. Wann? Es war trotzdem schön in diesem kleinen Club. Campino. Jetzt kommt gleich eine andere Band auf die Bühne. Es werden noch zig Acts hier sein. London spielt auf ab 15 Uhr. Wir werden ein paar Mal hinschalten. Das wird ein großer Tag heute. Ja, ein Abenteuer oder eine richtig gut durchgeplante Sache in super kurzer Zeit? Ja, ich freue mich einfach über diese wahnsinnige Bandbreite an verschiedenen Musikrichtungen, über die Bandbreite an Generationen. Ich finde es toll, dass junge Bands mitmachen. Ich finde es genauso gut, dass sich die Opas nochmal auf die Bühne quälen. Man sollte das würdigen. Und es Seid geht, ihr die Opas? Es geht ums große Ganze. Wir sind auf bestem Weg dahin. Aber für eine so eine Veranstaltung sind wir noch gut in 20 Jahren. Ja, und hüpfen kannst du auch, aber ganz schön hoch. Wir werden sehen. Campino, danke dafür. Ich guck mal auf die Bühne oder lass mir mal sagen, sind jetzt inzwischen die Nächsten auf der Bühne. Knappe Minute höre ich so übers Ohr. Braucht ihr immer so lange, euch da vorzubereiten oder was ist da los? Ich bin nicht in der anderen Band. Ich weiß nicht, was ihr wart schnell oder wie? Hast du ja gesehen. Ihr hattet vorher Zeit aufzubauen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier mal ein bisschen überbrücken müssen, die Umbaupausen, die auf der Bühne notwendig sind, das gehört dazu. Oder? Entschuldigung, man sollte dafür wirklich Verständnis haben. Da hat niemand irgendwas geübt. Und ich finde, es ist heute scheißegal, ob da eine Gitarre zu hören ist oder nicht. Es geht hier um ein Zeichen. Es ist nichts anderes als eine Geste. Es ist kein Rockkonzert, es ist eine Demonstration. Und 100.000, mehr als 100.000 Menschen hier in Berlin sind mit dabei. Es kommen immer noch mehr, sagt uns die Polizei, von überall her. Weiß gar nicht, wo die hier alle sind, im Tiergarten drumherum und gucken auf die Bühne. Ja, wenn man uns jetzt sieht, ich bitte auch alle weiterhin zu kommen. Verstopft diese Straßen, zeigt diesem Idiot von Wovereit, warum er zu dumm ist, dieses Konzert nicht zur Siegessäule da hinten zu verlegen. Da hätten mehr Leute gucken können. Campino, danke. Sag mir mal, was wir jetzt machen. Ist auf der Bühne schon irgendwas? Ist die nächste Band da? Denn wir warten ja auf eine der absoluten Erfolgsbands des neuen deutschen Pop.